Hallo, also ich muss meine Haare nur noch alle 6 bis 7 Tage waschen. Warum? Ganz einfach, weil ich sie mit Natron wasche. Ich benutze kein Shampoo mehr, ich nehme nur noch Natron. Man sollte dazu vegan leben, weil es dann weniger nachfettet. Und so muss ich nur noch alle 6 bis 7 Tage meine Haare waschen, was sehr praktisch ist. Also man sieht es auch nicht, ich weiß nicht, also so schaut es nach 6 bis 7 Tagen aus. Fühlt sich, finde ich, gut an, also ich finde, es ist weicher geworden dadurch. Es schaut nicht irgendwie komisch aus, es hängt nicht einfach nur irgendwo rum, also es ist ganz normal, nur dass es halt nicht so schnell nachfettet und man halt gar nicht merkt, dass man die so selten wäscht. Also meinen Körper wasche ich trotzdem noch, sehr oft, aber die Haare machen viel Arbeit, immer sie zu waschen und zu föhnen und zu kämmen und ich finde es einfach einfacher, wenn man das mit Natron wäscht. Also ich mache es so. Ich wasche das erstmal immer aus. Das schaut halt jetzt ein bisschen milchig aus, aber das macht nichts. Wenn ich bade, mache ich so, ich wärme erstmal das Glas vor, also ich tue erstmal heißes Wasser rein und lasse es ein bisschen stehen. Dann ist es halt nicht so kalt, wenn man es dann drüber gibt. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich kippe jetzt einfach mal so ein bisschen was rein. Moment. Also, ja, so ungefähr einen Esslöffel voll. Wer längere Haare hat, gern mehr. Ich finde, umso mehr man nimmt, umso länger hält es auch ein bisschen. Also, muss man halt ein bisschen ausprobieren, welche Menge passt. Und dann mache ich das Glas voll. Also, das war jetzt mal zum Beispiel ein Maisglas. Also, kann man einfach ein Glas nehmen, das auswaschen. Ist ganz praktisch. Was noch der Vorteil dabei ist, man braucht kein Plastik. Und es ist total günstig. Also, die habe ich im DM gekauft. Da gibt es in so viereckigen Packungen. Und da sind, ich glaube, 5 Packungen drin. Und es kostet nur 1,45 €. Und so eine Packung hält für 4, 5 Haarwäschen. Also ungefähr einen Monat. Also ist sehr günstig, plastikfrei und kann man selber machen. Und es hat eigentlich nur Vorteile, finde ich. Jetzt mache ich mal mein Haar nass. Und jetzt eigentlich ähnlich wie Shampoo. Einfach Vorsicht bei den Augen. Ist halt jetzt drin kalt. Und das jetzt einfach so einreiben. Also wenn ich bade, lasse ich mir länger dafür Zeit und lasse es mehr im Haar drin. Aber jetzt so auf die Schnelle geht es genauso gut. Ich bade lieber, als dass ich dusche, selbst im Sommer. Finde ich einfach gemütlicher. Ich mag Duschen nicht. Ich finde, es fühlt sich auch sehr angenehm an, also auch auf der Haut. Mein Gesicht creme ich gar nicht mehr ein, das geht irgendwie von alleine ganz gut. Hände sind im Winter immer mal rau, aber ansonsten creme ich mich eigentlich nicht ein. Und ich finde, das Natron hilft da auch noch mit. Vor allem ist wichtig, überall an der Kopfhaut mal entlang zu massieren. Das tut auch gut. Dass es deswegen einzieht. Also es fühlt sich irgendwie schon interessant an, so ein bisschen wie Seife. Jetzt wieder auswaschen. Jetzt ganz einfach nur noch trocken machen. Und dann ganz normal kämmen, oder was ihr halt sonst mit eurem Haar macht. Wenn ihr Haarkur, also Haarkur braucht man eigentlich gar nicht, da mache ich auch noch ein Video, was man stattdessen nehmen kann. So Styling-Sachen würde ich gar nicht nehmen. Also ich bin ein natürlicher Typ, ich schmink mich nicht, ich nehme kein Haargel oder Styling, was weiß ich was. Dieses Spray, ich weiß schon gar nicht, wie es heißt, Haarspray. Ja, brauche ich einfach nicht. Mein Haar fällt so, wie es fällt und das lasse ich so fallen, wie es fällt. Und ich finde, das macht das Haar nur kaputt und unschön. Wenn ich 2 Mädels vor mir habe, und die haben beide Locken und die eine hat Haarspray drin und die andere nicht, dann finde ich, schaut es ohne Haarspray einfach besser aus, weil es mit Haarspray so verklebt auch ausschaut. Also ich bevorzuge halt lieber das Natürliche und Haarspray, ich weiß nicht, ich habe noch nie Haarspray gemocht. Also ich habe es vielleicht mal genommen, um es mal auszuprobieren, so mit 14, 15, aber ich habe es nicht wirklich gemocht. Ich finde, es macht halt die Haare kaputt, kostet was, verklebt die Haare und ich finde, wenn man es mit Natron wäscht, dann braucht man das sowieso noch nicht, weil Natron macht das Haar ziemlich gut und Haarspray macht es kaputt.
und verklebt es und ich finde es auch nicht angenehm. Also gut, jetzt wisst ihr, wie es geht. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt.